Das Fernsehinterview soll eines der letzten sein, das ich im Cum-Ex-Milieu führe. In all den Jahren habe ich für meine Recherchen einige Preise erhalten, aber sie haben mir noch mehr Straf- und Gerichtsverfahren eingebracht. Die Schweizer Justiz ermittelte jahrelang gegen mich wegen Wirtschaftsspionage. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte mich wegen Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Visier. Die Bonner Staatsanwaltschaft führte ein Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrat. Ausgangspunkt waren immer Anzeigen von Banken oder Anlageberatern, deren Cum-Ex-Machenschaften ich gemeinsam mit Kollegen öffentlich machen konnte. Hinzu kommen unzählige Presserechtsverfahren, mit denen Bankiers und Berater nicht nur die Redaktionen und Verlage überzogen haben, für die ich arbeitete. Manche von ihnen gingen presserechtlich auch persönlich gegen mich vor. Einige dieser Verfahren sind nach wie vor anhängig und werden voraussichtlich noch eine Weile laufen. Für uns Journalisten sind die Kosten solcher Rechtsstreitigkeiten immens und mitunter bedrohlich. Die andere Seite bewältigt so etwas aus der Portokasse. Sanjay Shah hat einen Ruf wie Donnerhall. Ich habe mich mit früheren Weggefährten und Geschäftspartnern von ihm unterhalten. Er liebe die Bühne, könne stundenlang unterhaltsam reden, sagten sie, beschrieben ihn aber auch als Menschen frei von jedem Mitgefühl. Seine Mitarbeiter habe er mit Millionengehältern bedacht, sie nach spätestens 2 Jahren aber wieder vom Hof gejagt. Hire and fire, offenbar aus Prinzip. Shah habe es krachen lassen. Es gab Weihnachtsfeiern mit Champagner in rauen Mengen und wilde Partys in Dubai, wofür Rockstars wie Prince oder Lenny Kravitz extra eingeflogen wurden. Sein Büro im Finanzdistrikt von Dubai sei der reine Protz gewesen. Dort gab es ein riesiges Aquarium, in dem soll sogar ein Hai seine Kreise gezogen haben –